Und willkommen zurück bei Dead Space 3, wo wir uns gerade an Bord des Schiffes befinden. Ich habe den Namen vergessen. Greeny, irgendwie sowas. Green. Wir können ja nochmal gerade rausgucken hier. Sollen wir gerade nochmal gucken? Ne, da waren wir doch gestern schon. Lass uns mal lieber weiterkommen. Oh oh. Oh oh. Vorsicht, ich habe ein ganz ungutes Gefühl hier. Greeny. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeny. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Oh oh. Hier sind Spinde. Also ich finde, jetzt wird es langsam besser hier. Jetzt wird es langsam ein bisschen gruseliger. Hier ist auch ein Helm. Und das ist ein kompakter Standardrahmen. Auch da kann man alles Waffen draus bauen und so weiter. Oh, erinnert mich gerade voll an Thief the Dark Project hier mit dem Lichteinfall und so. Oh, draußen, guck mal, da schwimmt jemand. Oh, der ist am Planschen. Putzig. Voll putzig, das Kinderbecken. Oh, er versinkt. Ah, wie geil das so, nur aussieht alles. Krempel. Also, Hammer. Ja, also ist schon die Atmos ist schon ziemlich geil. Auch wenn wir die gerade ruinieren mit unserem LPT. Na, ist ja halb so wild. Sind die Leute ja gewöhnt. So, ich gehe schon mal nach unten einfach. Ich bin so übermotiviert. Ich gehe schon mal voran. Okay, mach du ruhig. Damit wir einfach du stirbst ein bisschen dann ja zuerst. Das Problem ist, wenn du stirbst. Genau. Ah, nee, du kannst den anderen auch wiederbeleben. Das haben wir eingeschaltet übrigens. Hm? Das ist drinne. Oh, ich höre, dass sich Besuch ankündigt. Oh, oh. Von wo? Von wo? Da. Hier, da an der Wand. Da kommt noch mehr. Ah. Vorsicht, die platzen. Boah, die musst du aufpassen. Die sind richtig gefährlich. Oh, fuck you. Oh. Uah. Alter. Hey, das ist gut, viel Spaß. Viel Spaß und Spannung hier. Wirst du wohl. Alter, von Alter, hinten. Wie viel. Oh. Doch nicht von hinten. Scheiße, keine Muni mehr. Ich übernehme den Penner. So, erledigt. Santos. Oh. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Warte, hier gibt's eine optionale Mission. Scheiße, jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Ich sammle dir erstmal alles am Muni auf, was geht. Da müssen wir irgendwie Strom zuvor wiederherstellen oder so. Ist eine optionale Mission, die wir auch noch machen können. Oh, hier gibt es schön viele Dinger. Und nimm mal ein Medikit vielleicht. Weiß nicht, ob du eins brauchst. Ich brauche auf jeden Fall eins. Na, bei mir sieht es eigentlich noch einigermaßen okay aus. Aber die kleinen kannst du nehmen. Die bomben ja nur ein Ding hoch. Ach ja, du bist ja fresh am Start. Ja, ja. Übrigens, wir machen gerade eine längere Spielsession. Deshalb nicht wundern, dass wir vielleicht auf euer Feedback bezüglich dem Anzug noch nicht eingehen können. Ach so, ach, das Feedback. Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Lass mal hier kurz. So, ansonsten. Jetzt auch Muni und ansonsten so. Ansonsten ist hier alles ja wir easy. Müssen hier runter, es geht jetzt da runter. Oder? Hier können wir uns was Neues basteln. Was ist das denn hier? Okay, da kommen wir gerade nicht durch. Probieren wir mal hier lang zu gehen, was? Sollen wir mal kurz eine Waffe wechseln? Hier, komm, lass mal die Bank aktivieren hier. Können wir die aktivieren zusammen? Ich glaube, da müssen wir zu zweit, oder? Er scheint ziemlich down zu sein. Kann ich das nicht aktivieren hier? Warte mal. So, welche Bank aktivieren? Was meinst du? Da vorne ist noch die Tür gesperrt, deswegen geht das nicht. Hier. Achso, ja, genau. Hier komme ich nicht durch. Können wir die aktivieren? Zu zweit? Nee, ne? Das ist nicht eine ganz normale Werk. Nee, die kann man nicht aktivieren. Das Bank in der Mitte leuchtet nicht. Da fehlt der Bildschirm. Ja, ansonsten sieht es ja natürlich gut aus. Da hinten geht es noch runter. Ich weiß nicht, ob wir hier weiter. Doch, da kommen wir weiter. Ich nehme mal die andere Waffe, um die mal zu zeigen. Die ballert ja richtig rein. Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß für die Gegner. Die ist ein bisschen oversized. Ja. Hier ist noch eine Tür gerade. Hier ist noch ein Tor. Warte mal kurz. Hier ist so ein. Genau. Und hier ist auch noch. Schön. Ein IN-Wandler. Die Sachen teilen wir uns ja immer. Deshalb nicht wundern, wenn wir uns das alles direkt so krallen. Genau, genau. Genau, genau. Wir sind nicht gierig. Wir sind aber nur. Wir haben es ja. Genau. Na. Hallo? Da? Ja, ja, ich bin da. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Besuch. Ich glaube auch. Das so, ich habe jetzt mal die Oversize Weapon genommen. Ich habe das so im Mittelstrahl. Passt ja zu mir mit Oversize und so. Ah. Ach, wegen Kompensieren meinst du? Ja, ja, genau. Wegen Porsche und so. So. So.
Da war ich nicht in der Porsche. Schön wär's. Zu den Decks verriegelt. Ach, hier runter. Hier ist no smoking. Hier ist no smoking. Aber machen wir eh nicht. Nur ab und zu mal. Ich wollte mir gerade eine anzünden hier. Partner, ach, die Leiter ist gerade von. Warte, hier, bin schon weg. Bin schon weggegangen. So, super, jetzt komme ich runter. Jetzt komme ich dir da runter. Oh, Alter. Hier ist so eine Maschine oder so. Was haben wir denn da Schönes? Es ist ganz schön düster hier geworden, ne? Teilweise. Irgendwie. Hat das nichts geändert? Ich habe den gerade aktiviert eigentlich, ne? Ach so, kannst du ihn nochmal aktivieren? Ja, irgendwie scheint die ein bisschen nicht so richtig anzuspringen, oder? Ah! Jetzt, sehr schön. Jetzt, yeah! Ist wie so ein alter Rasenmäher. Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Das hast du gut gemacht, Grom. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir jetzt einfach wieder zurück und das war's? Nee, einfach B drücken, dann kannst du den Wegpunkt. Oh oh, ich glaube. Oh fuck! Alter! Boah, hinter uns! Fuck you! Die Waffe ist ja voll oversized. Alter, wie feuer ich mit dem Ding? Einfach loslassen! Boah, das dauert ja ewig! Vorsicht! Das dauert ja echt ewig! Nee, du kannst auch einfach loslassen, die lädt sich nur auf, je länger du drückst. Boah, ich habe gerade so einen Killerschuss abgeballert, aber ich wurde auch gut erwischt. Hm, schon wieder ein Medi-Pack. Hier geht's weiter. Ist ja unverschämt. Na, noch eins, komm. Wir haben's ja. Ach, hier sind wir. Wir müssen eigentlich hier weiter, laut Dings, hier durch. Energiestörung. Ah ja, okay. Guck mal, mein Bester. Eigentlich müssen wir hier durch. Ja, ja, ich folge. Aber wir kommen da nicht weiter. Huch, aber drück mal B. Ach, jetzt da, jetzt geht's weiter. Ja, wahrscheinlich mussten wir zusammen sein. Aufzug wird gerufen. Achtung. So, und hinein in den tollen Aufzug. So, die dicke Waffe muss ich mal wechseln. Also dieses MG-Ding ist geil, aber die dicke muss ich mal wechseln. Ja, ja, die ist zu oversized. Die kann man, glaube ich, bei Endgegnern ganz gut einsetzen. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Eine Minute? Der Wisser meint es aber gut. Da brauchen wir gerade mal, um das ganze Spindel hier auseinanderzunehmen, ey. So, apropos auseinandernehmen. Hier, sieht es ja gut aus. Ja. Aber schon geil auch die Texturen hier. Das ist nichts mit matschigen Texturen. Sind richtig geil. Auch, dass hier so ein bisschen was korrodiert ist. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ey. Mach's wieder gut. Was Alter, denn? Alter, der arme Kerl. Alter, da hackt er dem einfach. Was denn? Ich wollte hier den, der Sessel ist wie neu, den wollte ich wohl zu Hause mitnehmen. Für einen Rechner. Also, dann nehme ich lieber den hier, der ist nicht so befleckt. Aber so neu sind die auch nicht. Alter, naja. Dieses Telefon hier, weißt du, die haben hier so eine hochtechnisierte Raumstation. Und hier so ein Telefon wie damals, weißt du, so ein Modem, so ein uraltes. Ja, vielleicht, weil es nicht mehr läuft, alles, das hochtechnologisierte. Machst du das nach der alten, altmodischen. Ja, hat viel geholfen. Hier sind überall Telefone. Hey, hier sind überall Telefone. Ist vielleicht so ein altes Schiff, eins von den ersten. Das ist wahrscheinlich so ein Telekom Außenquartier. So, oh, da geht es in den Sicherungskasten rein. Benutze hier, um den Strom linken wiederherzustellen. Achso, musst du gerade machen. Das kann ich gerade nicht machen. Okay, aua. Nee, du hast es drauf. Okay. Oh. Ah, jetzt verstehe ich es langsam. Ja, ja. Warte mal, ich glaube, ich muss hier irgendwie so und jetzt mache ich mal hier rum. Ja. Ich gucke gerade, was du da machst, aber ich erkenne es nicht genau. Jetzt ist er wieder überlastet. Ich muss den irgendwie ausgleichen, dass der Strom überall im grünen Bereich ist. Du musst mehr Wimmelbildspiele spielen, dann kann man sowas. Ja, ne? Kann Gott, hätte ich bloß nichts gesagt. Ich muss mal eben weg. Bis dann. Ah, jetzt reicht er. Jetzt wird es aber verzwickt hier. Vielleicht müssen wir die beiden 90er nach da. Ach ja, klar. Das nächste Mal überlasse ich dem Gronkh so einen Scheiß hier. Damit ich da faile. Jetzt geht's. Das ist doch super, das war doch einfach. Dass ich es nicht weiß. Oh, warte. Jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir. Stopp, bitte. Sie haben es mir nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlebt. Verstanden.
Nein! Nein! Bitte! Sie verstehen nicht! Das können Sie nicht machen! Ah! Was zählen schon Menschenleben? Wenn man einen Marker hat. Genau. Oder ein Edding. So, ich muss beim Marker auch immer an Textmarker denken. Immer. Ich höre lustige Geräusche. Oh, warte mal. Oh. Wo, 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 wo. Ja. Ey, aber mit dem wär's ja locker fertig. Dann nehme ich mir den anderen. Komm! So. Was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist Musik ist schön. Ach, Alter! Die sind unangenehm. Ohne Beine gehen die aber. Ja, die haben wir schnell mal die Beine wegrasiert, ne? Aber die Waffe ist geil. Muss man sagen. Ist eine Missionarstellungswaffe, ne? Hier sollen wir eine Torkelstange installieren. Eine Torkelstange? Ja, Torkstange. Wegen Saufen. Hier, guck mal, hier ist eine Bank. Hey, cool. Hier geht jetzt eine Tür auf. Ach, guck mal, jetzt geht die Bank. Warte mal, ich nehme mal gerade die andere Waffe mit. Jetzt geht die Bank. Oh, wir können theoretisch auch neue Waffen bauen, aber ich nehme jetzt erstmal die andere mit. Ja, das dauert immer so lange mit dem Waffen bauen. Genau. Das können wir vielleicht mal offscreen machen. So viel Zeit muss eigentlich ja sein. Warte mal, ich nehme jetzt mal die Energiekanone nehme ich mal mit, statt dem Ding hier. Statt dem, wie heißt der nochmal hier? Ich gucke schon mal, was uns erwartet. Das sieht aus wie ein Asbestbunker hier hinten. Aber ich warte nochmal auf dich. Dem Strahlvermittler. Guck mal, die Energiekanone sieht auch nice aus eigentlich. So, ja, sieht schnuckelig aus. Das ist schnuckeliges Ding. Guck mal, hier klappt einer auf hier so. Ja. Bon. Schön, finde ich gut. Okay, wo geht's weiter? Hier unten? Hier unten, glaube ich. Und warte, da sieht es ein bisschen aus wie... Ja, ist richtig. Ja. Richtige Weg. Oh, hier hört wer Mucke. Ja, ich glaube, das ist so eine ehemalige Durchsage hier vom Raumschiff. Alter, das sieht echt krass aus hier. Oh, oh. Hier riecht auch alles. Hier riecht alles nach Benzin. Alter, was ist das für eine Waffe? Fuck you. Ah, da muss ich nah ran. Ach, warte. Oh, wenn die vor dir stehen, ist die geil. Das will ich gar nicht rausfinden, was passiert, wenn die vor mir stehen. Das ist eher so eine Nahkampfwaffe, so hier, so bam. Vielleicht sollte ich mir auch mal so eine zulegen. Die ist gut. Aber halt echt eher eine Nahkampfwaffe. Wenn die nah an dir dran sind oder dann einfach... Oh, was, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Alter. Ich höre die noch. Das ist ja echt unangenehm gerade. Das ist schon ein bisschen Horror. Wow! Von oben irgendwo, von oben. Patsch! Ich den Penner, ich hab'n. Hast du ihn erwischt? Gut. Ah, nicht komplett. Nicht gesehen, sorry. Ja, du machst das schon. Du hast ja Spaß. Diesen Wichser, ey. Das erlebt noch? Alter. Er hat mich gut weggeballert, weil ich dachte, der wäre schon tot, ey. Ich muss nochmal gerade hier mir so ein Medipit einpflanzen. Ich nehme mir mal das neue Somatgel mit. Oh, ich habe nur noch ein Medikit. Ich bin ganz schön am Verschwenden hier. Was, echt? Ja. Aber das liegt auch daran, weil mir einmal die Kiste abgestürzt ist und dann alle meine Medikits ja weg waren. Danach. Das war ja voll der Betrug. Warte mal gerade. Ja. Man kann die Dinger ja auch so rüberholen mit Chinesen. Hier sind leckere Steaks sind hier eingefroren. Hm, bestimmt. Kannibalensteaks oder so. So, jede Menge Somatgel, Somatgel, Somatgel. Alter, so viel Gel, so viel Haare kann ich gar nicht haben, wie viel Gel ich hier finde. Ich glaube, das ist aber gut für deine Rig-Upgrades. Ja, ich nehme eh alles mit. Ich gucke teilweise gar nicht, was ich da mitnehme. Ich nehme einfach mit. Pack auch einfach ein. Bisher ist auch unser Inventar noch nicht so reichlich gefüllt. Da geht noch einiges rein. Also kein Problem. Ja, ich habe noch ein paar Medikits in der Bank. Also wenn ich das irgendwie transferieren kann. Ja, bestimmt. Kann man ganz kurz gucken. Soll ich hier mal ein paar Medikits geben? Artefakt entdeckt. Was ist das denn? Wo denn? Ich habe ein Artefakt entdeckt. Persönliches Log. Laura Engström. Ach, jetzt habe ich aus Versehen. Ach, jetzt habe ich aus Versehen rechte Maustaste gedrückt und es ist weggegangen. Sorry, Freunde. Tut mir leid. Sonst hätte ich sie. Naja, kann man jetzt zurückspulen und Pause machen. Ja, vielleicht, aber der Text war noch nicht ganz ausgefahren, aber vielleicht kann man da ein bisschen was lesen noch von.
Kommt jetzt der Fahrstuhl runter oder hoch? Warte mal, oder? Ich nehme das Stase-Pack hier mit. Okay, cool. Hä? Hier vorne ist noch was zum Mitnehmen. Ja, wir können jetzt mit dem Aufzug hier fahren. Warte, ich komme mit. Nimm mich mit! Lass mich nicht allein! Natürlich, natürlich. Lass mal düsen, ne? Lass mal die Düse machen. So, auf geht's. Endlich geht's abwärts mit uns. Das haben wir uns ja einmal gewünscht. Auf geht, ab geht's. Drei Tage warten. Warte, bevor du rausläufst. Ich habe ja die Nahkampfwaffe hier mit. Wenn die vorne stehen, kann ich die richtige wegballern. Hier, bam! Alter. So, den habe ich mal eben gerade weggezwiebelt. So, ansonsten ist hier alles ruhig. Hat er was dabei? Wieso hat er nichts dabei? Das kleine Medi habe ich mal mitgenommen hier. Hat ein kleines Medikit dabei. Ach so, ja, easy. Kann ich dir eigentlich was geben? Ach so, das von da, von da, von da, von da. Ham! Ham! Cool. Ach, das sieht doch gut aus. Guck mal hier, der legt sich nochmal hin. Jetzt nicht mehr. Ach, Alter. Okay. Die meinen immer durch die Luftschächte hier kommen zu müssen, die alten Muffler. Ja. Das war's aber bestimmt noch nicht. Ich glaube, da ist noch Potenzial für mehr. Aber das war's vielleicht für diese Folge, oder? Was sagst du? Ja, was? Echt schon? Ja, wie schnell geht denn das heute? Wir haben jetzt heute jetzt gerade, ich guck mal gerade auf meine Uhr, die ist jetzt wirklich so 15 Minuten, 16 Minuten haben wir schon wieder. Hm. Na gut, dann sehen wir uns ja morgen wieder und finden heraus, was sich hier in dieser Tür verbirgt. Auf jeden Fall. Weil wir müssen ja vorproduzieren, Freunde. Deswegen können wir nicht jede Folge 20 Minuten machen. Weil wir müssen ja, sind ja bald in Thailand und so. Und deswegen, ne, wer versteht schon, ne? Yeah! Ne, die Leute verstehen das bestimmt, oder? So. Ja, ich glaube nicht, aber ja. Bestimmt. So, Alter, ne, bis morgen. Tschüss. Tschüss.